Hi Leute und willkommen zum, glaube ich, dritten Teil von Hill Climb Racing. Und wenn ihr noch nicht wisst, was das hier ist oder was ich hier gerade spiele, guckt den ersten und zweiten Part an und dann ist das. Los, legen wir mit dem Rennen. Erstmal gelungener Start, was schon mal sehr gut ist. Erster Platz noch. Wie immer rede ich nach dem Gameplay. Ich glaube, wir sind gerade in Rom, würde ich sagen. Und Ziel ist erster Platz. Sehr gut. Ach ja, falls ihr irgendeinen anderen Content sehen wollt, kommentiert das bitte. Ich würde mich wirklich freuen, halt eure Kommentare zu sehen, über was ich als nächstes für Mobile Games zocken soll. Da fliege ich durch die Lüfte wie eine Adler. Tank verpasst, macht nichts. Ein kleiner Tipp für euch, verschwendet nicht zu viel Gas, aber ihr müsst nicht immer die Benzinkanister anfassen dort. Weil manchmal kann man einfach durch ein Rennen gehen, ohne überhaupt einmal zu tanken. Diese Helme am Start sehen auch sehr cool aus. Da müsste jetzt gleich der Benzinkanister kommen. Yep. Fliege ich wieder durch die Lüfte. Es gibt immer ein Gegenteil mit diesem Gadget, was ich da habe. Erstens, du kannst weit fliegen, was sehr gut ist. Aber der Nachteil ist halt auch, dass du vielleicht, naja, zu lange fliegst und andere sind schon gelandet und fahren schon weiter. Und piu piu piu, erster Platz. Da kam meine tägliche Belohnung. Drei, zwei, eins, gelungener Start. Das sind die ersten Leute, die ich so richtig schwierig fand überhaupt. Und naja, ich habe halt lange nicht mehr gespielt. Deswegen kenne ich mich noch nicht so gut aus. Ich versuche noch zwei Episoden, bringe ich wahrscheinlich noch raus über dem Spiel und Plants vs. Zombies. Dann machen wir aber was anderes. Und da bin ich gerade kaputt gegangen. Dieses Skelett ist irgendwie auch sehr schnell. Und das meine ich mit negativen Einfluss von den Flügeln. Die lassen mich einfach zu lange fliegen manchmal. Manchmal sind sie aber auch sehr nützlich. Coole Avatars auch. Das ist wieder die Map mit dem Krokodil. Das Krokodil hat mich jetzt voll aufgehalten, aber trotzdem wurde ich noch erster hier. Wie lange ich das noch bleibe, ist jetzt unklar. Da fliege ich wieder durch die Lüfte wie keine Ahnung mehr. Und erster Platz, überraschenderweise. Und dann wechsle ich wieder in den Adlermodus. Und nochmal. Diesmal habe ich voll gegen den Grill gehauen und eine Box. Aber trotzdem noch erster Platz. Oder auch nicht. Gelungener Start, wie immer. Wie groß sind diese Autos?
Oh, Aufgabe abgeschlossen. Nee, jetzt wirklich, aber Leute. Wenn dieser Lambo so groß ist wie ein Wohnmobil, wie groß ist dann das Auto? Weil ein Lambo ist, glaube ich, nicht so groß. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mich irre, aber ich glaube schon. Egal, da öffne ich wieder eine Truhe und nächstes Rennen. Und wieder mal die Krokodil. Das Krokodilrennen. Da habe ich leider den Sprit verpasst und wurde nach unten ein bisschen gebremst. Fliege ich wieder durch die Lüfte, aber trotz all dem bin ich trotzdem vierter Platz, was sehr schade ist. 3, 2, 1, bam! Das sind auch sehr schnelle Autos. Es kommt eigentlich sehr viel auf die Upgrades in dem Spiel an, aber auch sehr viel über wie gut du fahren tust und welche Fahrzeuge du benutzt, was ich noch nicht realisiert habe. Der Start. In die Luft über den Minivan. Und der Stuhl. Egal. Schmeiß ihn einfach hin. Und jetzt habe ich meinen ersten Platz verkackt. Ja, richtig geil, leicht. Aber egal, ich wurde trotzdem Zweiter und naja, das zählt. Und da kommt schon ein neues Rennen, was cool ist. Der Hintergrund ist cool, der Boden ist cool, die Bäume sind cool. Selbst der Baumstamm, durch den man durchfahren, ist cool. Kann, ist cool so. Viele Glühwürmchen. Durch zwei Tunnel durch und richtig viele Glühwürmchen. Die machen ja schon eine Party gefühlt. Und im Ziel sind wir gelandet. So, letzte Runde. Das habe ich, glaube ich, eh schon gewonnen. Wurde ich jetzt mega ausgebremst und verloren dort diese Runde, aber trotzdem habe ich es noch geschafft. Wie die Karte schon heißt von dem Rennen, ich hasse Wasser. Naja, in dem Spiel hasse ich wirklich Wasser, aber nur in dem Spiel. Weil man dort diese Blase erhalten haben muss. Und wenn man die nicht erhalten hat, dann, naja, wird man erstens langsam und irgendwann wird man, ich glaube, man fehlt da dann, glaube ich, bin mir jetzt nicht sicher. Und dieser Tunnel geben dir neue Blasen. Und da habe ich jetzt wieder verkackt. Noch einmal. Ich wurde noch mal langsam. Und jetzt bin ich weg. Schade, schade, Schokolade. Schöne Fischis sind auch draußen. Boah, lila Fischi. Tunnel sind auch sehr gut designt. Alles in dem Spiel ist gut designt, wie ich schon vorhin gesagt habe. Wieder durch den Blasentunnel und Benzin nehmen. Und dann sind wir schon im Ziel. Du-du-dum, du-du-dum, du-du-dum.
dritter Platz. Was schade ist, aber nicht zu schlecht. Naja, das war's jetzt auch, Leute. Tschüss und guckt noch meinen Clan an und noch meine anderen Videos.